Ja. Willst du mir eine Frage stellen? Ja. Ich stelle das Folgendes. Ich frage mich, vielleicht kannst du mir helfen bei dem Thema. Es geht ja in letzter Zeit viel um Sexismus und Frauenfeindlichkeit und Belästigung am Arbeitsplatz. Jetzt liegen wir hier zusammen im Bett. Ja. Lieber Chuck, du und ich. Ja, das finde ich gut. Und ich finde, es ist ein schwieriges Thema. Teilst du diese Meinung mit mir? Ja, ich meine, ist ja gerade im Hip-Hop ein Thema. So, und Menschen, die das natürlich ernst meinen, die sind alle bescheuert. Also diese komischen Sachen, die Rapper von sich geben, das finde ich auch komplett übertrieben. Ihr solltet mal alle mit meiner Freundin zusammenleben, die würde euch das schon austreiben. Also ich bin auf jeden Fall der, der morgens um 8 aufsteht, mit dem Hund als Erster rausgeht so, und auch den Abwasch macht. Und ich mache das gerne, und eine Frau ist bei mir gleichberechtigt. Seid ihr alle bescheuert eigentlich so? Was, Sexismus ist doch voll aus der Welt. Das erste Mal darf es gar nicht geben. Ja, darf es geben, aber man darf das nicht praktizieren. Weißt du? Darf nicht. So. Ey, eine Frau hat den gleichen Stellenwert wie ein Mann. So. Und wer da noch nicht angekommen ist, so, der soll sich in seinen Keller zurückziehen und sich selbst auspeitschen. Das ist einfach mal Fakt. So, jeder, der irgendwas anderes sagt, ist einfach bescheuert. Richtig. Ja. Nee, das denke, so denken wir doch alle. Auf der anderen Seite, und das ist aber kein Gelaber, das stimmt wirklich. So. Was man ja dem entgegenstellen kann, es gibt ja auch Ironie in Musik, so was ja andere Bands ja auch machen. Wie, ja, das Problem ist aber, dass so dann der große Held, so der große Rapper, das Vorbild praktisch für alle Gehirnamputierten, dann auch solche Sachen sagt, und die anderen setzen das nämlich um. Er selber putzt auch genauso wie ich zu Hause die Teller, weißt du? Aber seine, Scheiße, ich darf nie mehr Teller putzen, sonst bin ich uncool. Ja, Mann, genau. Das ist und nicht richtig. Das ist das große Problem. Und deswegen, ja, seid ihr schlechte Vorbilder. Oder jeder, mich kotzt das so auch voll an. Natürlich habe ich auch oft mal daneben gehauen, weißt du, früher. Aber irgendwann. Ich habe davon irgendwann, gehört. Ja, genau. Irgendwann ist so auch mir mal ein Gehirn gewachsen. Und dann habe ich echt gedacht, oh Gott, Alter. Also es läuft schon anders. Krass, wie das. Krass, na krass, voll krass. Nee, wirklich, hört auf. So, ich finde das auch für peinlich, wenn so viele Leute so viel Scheiße reden. Und mich nervt das auch tierisch. Überhaupt alles, was die an Scheiße reden, aber das finde ich auch nicht cool. Also, eine Frau ist keine Schlampe oder sonst irgendwas. Eine Frau hat genau solche. Meistens haben die Frauen sogar noch größere Eier als der Mann. Also jetzt. Soll vorkommen, ja. Ja. Nee. Das ist echt so. Also. Vielleicht auch schon wieder sexistisch, dass die Frau größere Eier als der Mann. Ich weiß es nicht mehr. Aber so bei uns zu Hause läuft das alles gleichberechtigt ab. So. Irgendwie. Und Schatz, willst du mich eigentlich heiraten? Nee. Weiß nicht, ob das richtige Format dafür ist. Ja, wirklich? Nee. Du liegst gerade mit einem anderen Mann im Bett. Das weiß nicht, ob das richtig ist. Nee, auf jeden Fall ist es bescheuert. Und schämt euch dafür, wirklich. Ja. Ja, Schaubi, so bist du halt, ne? Ja, scheiße, ich schäme mich auch schon. Ist ja auch. Ja. Nee, wird wahrscheinlich öfter vorkommen, dass darüber gesprochen wird, ne? Das, aber. Ja, es tut mir leid, manchmal komme ich mir auch komisch vor. Und ich glaube. Halt's Maul jetzt. Ja, halt du auch's Maul. Tschüss.